Für Assistenzarzt Frederik Seehauser ist der Frühdienst in der Notaufnahme bislang rein Routine gewesen. Doch nun steht dem Mediziner ein merkwürdiger Fall bevor. Eine Mutter hat den Mann ihrer Freundin ohne ersichtlichen Grund krankenhausreif geschlagen. Mein Mann, der hat wahrscheinlich die Nase gebrochen. Aber wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich. Ich hab die Nase gebrochen, ey. Und meine Freundin, der tut die Hand so weh. Sie hat eine Auseinandersetzung. Die Hand so weh, die hat mich damit jetzt geschlagen. Beruhig dich. Okay, nur ganz du kurz. Du hast es doch nicht mehr alle. Für mich. Also, das ist jetzt ein Akutvorfall. Ja, ist hier gerade das Blut noch? Also, Sie beiden sind liiert. Ja, ja, das ist meine Frau. Und wir kommen gerade aus dem Reitstall. Und irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist. Sie ist ausgetickt. Hat ihm da ich auf die Nase irgendwas gehauen. Falsches gesagt. Okay, bevor wir das Ganze hier Brigitte, du bist noch das Gesicht. Ich bin hier. Ich würde sagen, wir separieren die beiden Parteien einmal. Wir nehmen das Kind und die Freundin am besten hier vorne. Warte, ich nehme die beiden Herrschaften gleich mal mit in den Schock und dann kommst du nach. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ehefrau Jessica kann ihren Mann Martin kaum beruhigen. Der Steuerberater wollte ihre Freundin Britta auf keinen Fall provozieren. Das Paar kann sich deren Wutausbruch auf dem Reiterhof nicht erklären. Ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert ist. Ich habe wohl irgendwas Falsches gesagt. Da hat die Britta auf einmal ausgeholt und mir auf die Nase draufgehauen. Also, Britta ist meine Freundin und Arbeitskollegin. Das war die eben auch dabei war? Richtig. Okay. Und die Tochter hat eine Reitbeteiligung bei uns vom Pferd, weil wir halt beide berufstätig sind. Ja, eben. Sollte sein, ich und dankbar ja, sein. Ja, jetzt lass mich doch mal was eine Anzeige kriegst lass mich mir. Doch mit dem Arzt reden, bitte. Immer ruhig. Lass mal jetzt. Und, die Tochter kam heute an und er hat einfach gesagt, ach, du hast eine hübsche neue Reithose, das war alles. Mhm. Und dann ist sie total ausgetickt und hat ihm voll auf die Nase gehauen. Ja. Und sie, Einfach so. Also durch die Bemerkung. Die spinnt doch. Hat wohl was in den falschen Hals bekommen, ich habe keine Ahnung, aber sie ist normalerweise nicht so. Sie ist wirklich eigentlich eine ruhige Person. Sie hat noch nie so einen Ausraster gehabt. Ich kann froh sein, dass sie beide überhaupt unser Pferd mit benutzen dürfen. Es ist gar nicht so selten, dass die Opfer in der Notaufnahme auch Männer sind von Gewaltverbrechen. Und hierbei kommt das auch häufiger vor, dass Frauen dabei der Täter sind. Dass es hier zu einem großen Missverständnis kam, beziehungsweise weder Opfer noch Täter richtig was dafür konnten, das ist eher selten. Meistens gibt es da immer eine klare Intention. Herr Pawlik, wir kommen natürlich ohne Röntgen nicht vorbei. Also wenn ich jetzt noch mal, ich muss Ihnen leider noch mal ein paar Schmerzen zuführen. Die sieht aber relativ gerade im Moment noch aus. Mhm. Ne? Nee, das tut aber beim Hinsehen. Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall ein Röntgen anmelden. Ich würde nicht für parallel das Röntgen anmelden schon mal. Ach, Schatz. Ach nee, also ich sag dir. Bitte. Ich krieg eine Anzeige von mir. Nein. Das lasse ich nicht so. Sie ist doch alleinerziehend und. Ja, genau deswegen haben wir ihr geholfen. Sie ist wirklich eine gute Freundin von mir. Das mag alles sein. Aber ich fühle mich jetzt auch schon ein bisschen fast ausgenutzt. Ich weiß gar nicht, was das alles soll. Ehefrau Jessica steht zu ihrem Mann. Doch sie möchte auch Britta helfen und ist sicher, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Bis Martins Röntgenbilder vorliegen, will der Assistenzarzt die Freundin untersuchen. Und sie will ich dann gleich mitnehmen. Ich würde mir dann die Hand einmal anschauen. Dann schauen wir uns hier mal an, gucken, ob da alles in Ordnung ist. Jetzt ist die Frage, möchtest du lieber mit der Mama mitgehen oder möchtest du hier warten? Mitkommen lieber? Okay. Dann würde ich sagen, dann gehen wir am besten gleich in den Behandlungsraum mit der Dame. Oh, ist nicht schlecht. Oh. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Okay. Ich glaube, ihr ist schlecht. Küsst du einmal die Dame mit in den Behandlungsraum? So, kommen Sie mal. Ich sag lieber, gehst du mit der Mama mit? Schau mal nicht, dass du reintrittst. Frau Heinrich, die den Schlag ausgeführt hat, also in Anführungszeichen die Täterin ist, die wollte ich mir auch noch mal anschauen, denn zu so einer Verletzung, da gehören immer zwei Personen. Es ist nicht immer nur das Opfer, welches dann durch die Schlagwirkung leidet, sondern durch die Schlagwirkung kann es auch zu Frakturen, also kleinen Brüchen im Handknöchelbereich kommen. Deswegen wollte ich mir diese auch noch mal ansehen, denn sie wies ja auch leichte Hämatome im Fingergliedbereich auf. Dass das Ganze aber am Ende in einer radiologischen Untersuchung des Kopfes enden würde, konnte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht erahnen. Sie ist normalerweise nicht so, wirklich nicht. Britta ist eine ganz sanftmütige und liebe Frau. Aber in letzter Zeit, in den letzten 3 Wochen ungefähr, ist sie verändert. Hat Gefühlsausbrüche und unkonzentriert, vergesslich in der Arbeit. Also, ich habe sie auch schon mal angesprochen drauf, aber vielleicht kommt es, sie ist ja alleinerziehend, vielleicht kommt es, ist davon, dass sie überarbeitet ist oder gestresst durch ihre Tochter, weil sie ganz alleine ist. Ah, okay. Sie ist verlassen worden. Sie meint, es ist ein psychosomatischer Komplementär. Ja, ich denke.
Gut, also ich meine, klar, das können ganz verschiedene Sachen sein. Es kann auch ein hormonell bedingt sein, natürlich, solche Gefühlsschwankungen. Ich denke, ich werde es erstmal ganz normal erstmal die Hand angucken, dann sie dazu befragen, wenn sie sagen, das ist total asymptomatisch für sie, beziehungsweise, dass sie so gar nicht kennen, wenn, ja, solche, wenn sie solche Kurzschlussreaktionen hat, werde ich sie dahingehend natürlich auch nochmal befragen. Aber ich denke, es wird sie sicherlich einen Grund finden. Stimmungsschwankungen, gerade bei weiblichen Patienten, können viele verschiedene Gründe haben. Zum einen können diese hormonell bedingt sein, zum Beispiel beim Eintritt in den Menozyklus, beziehungsweise auch in der Menopause, aber auch bei etwaigen Schwangerschaften. Zudem auch bei jüngeren Patienten können dies einen pubertären Hintergrund haben, wenn diese unter Stimmungsschwankungen leiden. Dennoch können auch viele andere Gründe für Stimmungsschwankungen verantwortlich sein, wie zum Beispiel eine Medikamenteneinnahme oder Verletzungen im Hirn-Kopf-Bereich. Jetzt erstmal für mich wichtig, darf ich mir die Hand einmal angucken? Das Schlaginstrument der Wahl wahrscheinlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Ja. Ich habe schon gehört, es ging anscheinend um die neue Reithose. Ja, ist eigentlich ja auch nichts Schlimmes, aber in dem Moment habe ich rot gesehen. Wenn ich jetzt hier so drücke, tut Ihnen da jetzt irgendwie besonders was weh? Können Sie selber eine Faust machen? Können Sie Finger ausstrecken? Das funktioniert ja alles, okay. Alles gut. Okay, also wir haben jetzt hier natürlich im Knöchelbereich eine kleine Abschürfung. Das ist eigentlich ganz normal. Das wird natürlich ein bisschen anschwellen jetzt und tut weh. Theoretisch müssten wir da auch nochmal ein Handröntgen machen, um zu gucken, ob da nicht auch noch im zweiten Glied gerade Knöchelchen gebrochen sind. Ansonsten denke ich aber, wird das mit Kühlen ausreichen. Jetzt ist aber für mich wichtig, wie kommt es zu der Übelkeit? Sie haben sich ja gerade erbrochen. Das sah jetzt erstmal unauffällig aus, weil es keine Blutspuren oder sowas drin ist. Das habe ich jetzt aber nur mit dem Augenwinkel begutachtet. Gibt es irgendwelche Gründe? Nein, überhaupt nicht. Ich habe zwar öfter mal Kopfschmerzen die letzte Zeit, aber und übel ist mir auch, aber... Okay, dass sie so akut übergeben mussten, ist nicht der Fall. Nein. Als die Patientin sich im Foyer übergeben hatte, musste ich ganz ehrlich gestehen, können da viele Gründe für möglich sein. Zum einen kann das eine Magenverstimmung sein oder wenn man was Falsches gegessen hat. Zum anderen konnte dieses Erbrechen auch ein ganz, ganz wichtiges Indiz für schwerwiegende Erkrankungen sein, wie sich am Ende auch herausstellen sollte. Okay, ich würde mir ganz gerne einmal den Kopf nur angucken, einmal kontrollieren, denn solche Übelkeiten und sie gehen ja auch dem Reitsport nach, das kann immer mal zusammenhängen, dass man vielleicht vom Pferd gefallen ist oder sonst irgendwas, entweder Allergien sich angeeignet haben. Ich schaue einfach mal nach. Einmal gerade ausschauen bitte, die Augen zu, Augen wieder auf. Frederik Seehauser kann bei der alleinerziehenden Mutter keine Auffälligkeiten am Kopf feststellen. Auch das Verhalten der 36-Jährigen ist zunächst ganz normal. Doch dann hat die Patientin einen scheinbar harmlosen Aussetzer, der den Mediziner hellhörig macht. Sina, wir müssen los. Du kommst zu spät zum Schwimmunterricht. Aber ich gehe doch nicht mehr schwimmen seit einem Jahr. Stimmt. Wie kommst du drauf? Ich weiß auch nicht. Ich hatte total im Kopf, dass du zum Schwimmen musst. Entschuldigung, habe ich total vergessen. Okay. So Konzentrationsschwächen leiden Sie da häufiger drunter? Im Moment schon. Ich kann es mir auch nicht erklären. Diese Stimmungsschwankung... Ganz komisch. Können Sie das in so einem Zeitraum fassen ungefähr, seit wann das so ist? Die letzten 3 Wochen. Okay. Du, Brigitte, das ist vielleicht jetzt ein bisschen wie Kanonen auf Spatzen schießen, aber von der Symptomatik her mit dem Hobby vereint, mit dem Reitsport, wollen wir bei der Dame vielleicht mal ein CCT anmelden? Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Es war vielleicht im ersten Mal etwas übertrieben, der Frau gleich ein CCT anzubieten, jedoch verdichteten sich die Symptome einer Schädel-Hirn-Verletzung. Die Übelkeit, die Vergesslichkeit, die Konzentrationsschwächen, die Kopfschmerzen seit längerem Zeitraum, das alles muss ja eine Ursache haben. Auch wenn man hier vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen hat, wollte ich hier nochmal sicher gehen. Und deswegen brauchten wir hier dringend die radiologische Untersuchung, die uns dann auch Aufschlüsse bringen sollte. Das Leben von Mutter und Tochter könnte durch eine schwere Diagnose völlig aus den Fugen geraten. Dass Britta sogar in akuter Lebensgefahr ist, kann ihre Freundin Jessica zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Ich hätte jetzt noch eine Bitte. Es geht darum, wir müssen jetzt noch weitere radiologische Untersuchungen machen bei Ihrer Bekannten. Ich darf jetzt nicht zu viele Informationen rausgeben. Es wäre nur nett, wenn Sie so weit das Kind hier betreuen können. Wenn das für dich in Ordnung ist? Ja, natürlich. Ja. Pass auf. Wunderbar. Es dauert ungefähr noch so 20 bis 30 Minuten. Das müssten wir dann ungefähr so einschätzen. Da kommt gerade jemand zurück. Ach, Herr Pafflich. Ja. Haben Sie Bilder schon mit dabei? Dürfen Sie mir dann gleich geben. Ich bin immer noch angefressen. Oh nein. Doch. Alles los. Alles gut? Ja, ja, trotzdem. Tag ist sowieso im Eimer. Nee, echt. Ey. Ich pflege dich daheim, ja? Ja. Also, Herr Pafflich, er hat einmal mir das hier markiert. Das ist eine kleine Fissur an der Nase. Das ist ein ganz kleiner Haarriss. Das heißt, okay, sie ist gebrochen. Ja, also doch gebrochen. Gebrochen ist sie, aber nicht richtig gebrochen. Wir haben keine Verschiebung. Ich werde mir das noch alles weiterhin erklären. Aber erstmal zur jetzigen Beruhigung für die nächste Zeit.
Sie kommen um eine OP herum, operiert werden muss da gar nichts. Sie haben keine Verschiebung. Wir haben kein langfristig ästhetisches, keine ästhetische, sage ich mal, Deformität oder sowas. Da bin ich ja auch beruhigt. Genau, schwillt alles wieder ab. Es muss nur ruhig gestellt werden. Im Schaubild können wir eigentlich ganz gut erkennen, wann wir eigentlich von einem Nasenbeinbruch sprechen, beziehungsweise von einer Nasenbeinläsion. Das Nasenbein ist nämlich gar nicht so groß, wie wir das eigentlich sehen. Denn hier in dem Schaubild können wir ganz gut erkennen, die Nase hat eigentlich einen sehr, sehr hohen Weichteilanteil. Das heißt, es ist sehr viel Gewebe, beziehungsweise Schleimhäute. Und im vorderen Anteil ist es eigentlich fast nur Knorpelgewebe. Der Nasenknochenbereich ist eigentlich ein sehr, sehr kurzer Bereich. Wir können das hier vorne sehen. Und dass dieser dann tatsächlich auch bricht, kommt relativ selten vor. Der muss dann, wenn er gebrochen ist, aber gegipst werden, geschont werden und geschient werden. Nur in seltenen Fällen ist eine Operation oder eine Operation nötig. Sie ist nur immer dann nötig, wenn es zu etwaigen Deformitäten kommt und die Funktionalität der Nase eingeschränkt ist, also das Atmen erschwert ist. Oder aber auch, wenn das ästhetische Grundempfinden des Patienten es zulässt, das heißt, wenn eine Sattelnase oder Schiefnase haben. Die gebrochene Nase von Ehemann Martin wird vom Klinikpersonal versorgt und innerhalb von 6 Wochen vollständig verheilen. Viel besorgniserregender sind allerdings die CT-Ergebnisse von Freundin Britta. Auf Station kann Frederik Seehauser nun klären, was die Wesensveränderung seiner Patientin verursacht hat. Ja, es gibt folgendes Problem. Sie wundern sich wahrscheinlich, warum wir beide Sie hier auf der Station noch mal besuchen. Das ist sehr ungewöhnlich, hat aber folgenden Hintergrund. Das liegt auch einfach im persönlichen Interesse halber. Sie können sich vorstellen, das hat wenig mit Ihrer Hand zu tun. Da haben Sie rein gar nichts. Das ist nur eine leichte Prellung der Knöchelchen. Was aber festgestellt werden konnte, dass es zu einer Sickerblutung kam bei Ihnen. Ja, das ist das, was wir auch ein bisschen vermutet haben, schon in der Notaufnahme. So ein subdurales Hämatom. Im Gegensatz zum epiduralen Hämatom, welches über der Hirnhaut und Schädeldecke entsteht, haben wir es beim subduralen Hämatom mit einem Hämatom, was zwischen dieser gelben Linie, also der Dura, der Hirnhaut, und der Hirnmasse entsteht. Beide sind ähnlich schlimm und beide können ähnlich schlecht gesehen bzw. häufig übersehen werden. Meistens haben wir es nach traumatischen Begegnungen und Sie haben ja gesagt, Sie wissen nicht, woher das kommen könnte. Eigentlich nicht. Aber wenn ich drüber nachdenke, vor 3 Wochen habe ich dem Pferd die Hufe ausgekratzt. Hab aber einen Helm getragen und das Pferd hat mich getreten. Hatte danach keine Probleme, also leichte Kopfschmerzen, hab mir aber nichts dabei gedacht und deswegen war das für mich auch. Dadurch, dass der Befund jetzt noch nicht so groß ist und wir eigentlich noch keine Symptome haben, außer die genannten, wäre das wahrscheinlich der Grund. Die Patientin kommt leider nicht um eine Operation herum. Bei ihr muss eine Entlastungsbohrung stattfinden. Das heißt, man macht ein kleines Loch durch die Schädeldecke, genau da, wo sich diese Blutansammlung befindet. Diese wird dann chirurgisch ausgesaugt und gespült bzw. gesäubert, sodass das geronnene Blut, der Blutklumpen, der dort entstanden ist und nun das Hirn etwas eindrängt, also den Raum vom Hirn fordert, jetzt wieder weg ist, das Hirn frei hat, wieder sich frei zu entfalten. Und im glücklichsten Fall, wovon wir im Moment ausgehen, bleiben keine bleibenden Schäden und die Patientin hat auch keine weiteren Symptome mehr, wie zum Beispiel Konzentrationsschwächen oder leichte Vergesslichkeit. Ich sag mal so, der Schlag auf ihre Nase oder ihre angebrochene oder gebrochene Nase ist eigentlich unser wichtigstes Symptom gewesen, wie wir überhaupt erkennen konnten, was der guten Dame fehlt. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, es geht nämlich darin, das Ganze ist aus einer Gefühlsausbruch entstanden, beziehungsweise aus einer Reizbarkeit, aus einer Wesensveränderung, die ja so nicht erklärbar war. Sie haben ja alle gesagt, das kennen wir gar nicht von ihr so. Nee. Und wie sich jetzt im radiologischen oder im bildgebenden Verfahren gezeigt hat, haben wir eine Blutung im Hirnbereich, ausgelöst durch ihr Pferd, also durch Stormy, sagten sie. Wie? Ja. Sie hat beim Hufe auskratzen, hat Stormy sie am Kopf getreten. Das tut mir jetzt wirklich leid, weil das konnte ich ja nicht wissen. Ich habe ja nur diesen Schlag von dir abbekommen und... Ich hätte was sagen können, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Britta wurde am nächsten Tag erfolgreich operiert. Während des Klinikaufenthalts haben sich Freundin Jessica und ihr Mann um Tochter Sina gekümmert. Die Mutter ist mittlerweile wieder wohlauf und hat von der Hirnblutung keine bleibenden Schäden davongetragen.